nein! Oh! Oh! Hilfe! Schwul! Was muss das sein? Mess den Automat! Melk ihn! Melk den Automat! Ah, mach mal. So, was spielen wir? Was spielen wir? Mach die 2-Euro-Taktik. Machen wir Risiko, ist immer gut, oder? Ja. Ja, du musst dir irgendwas auswählen. Also. Ja, keine Ahnung, welches Spiel nehmen wir? American Poker. The American Dream. Drück einfach irgendwo drauf. Start. Ist es gut oder schlecht? Risiko. Was mach ich jetzt? Auf Start. Halten. Start. Das ist weg, glaube ich, das Geld. Alles verloren. Nee, mach mal. Flip. Jetzt mach. Du hast kein Geld mehr. Alles verloren. Link zum Automat in Beschreibung. Wenn du mal gescheites kommst. Spielball. So. Super. Überreich jetzt. Auf geht's. So, liebe Seife-Jungs, wir kriegen jetzt die Karte 20 umsonst, weil wir spät sind in der Magis. Link zum umsonst in der Beschreibung. So, liebe Seife-Zuschauer, wir sind jetzt hier in Magis und die Lichter sind aus. Hallo. Sollte ich unbedingt vloggen lauten nach Don Rentsche. Link zum Licht in der Beschreibung. Dann könnt ihr nämlich McDonald's betreiben mit Licht. Bei Amazon könnt ihr McDonald's nämlich kaufen. Deshalb ist es verlinkt. Übrigens. Hallo Marvin. Das ist was Gescheites. Ja, der ist gar nicht drauf. Ich hab's weit unten gefilmt. Link zum Burger. Link zum Burger in der Beschreibung. Du bist wie im Zoo, Alter. Da guckt man alle Tiere beim Treffen. Ja. Die Situationskomik. Alles. Ja, Flüchtling wieder dabei heute. Reden wir was Arabisches für die arabischen Zuschauer. Ja, Kostumoko. Was heißt das? Also sind ja fick deine Mutter. Irgendwie so. Ja, er ist verstanden. Aber Rentsche darf ich nicht filmen. Ja. Aber dein Outfit filme ich. Link zum Outfit in der Beschreibung. Wenn ihr einen guten Haus-DJ braucht, Link in der Beschreibung. Da kommt man nicht raus. Ja, die wo? Ja, warum nimmt ihr die überhaupt mit? Da läuft der Ballon. Ich hab Platz. Ah, nee, nehme ich mit. Alles schon auf die Welt. Ja, Meister, gehst du jetzt, oder? Wo fährst du hin? Tschüss. Ja, heim. Tschüss. Genau, ich muss da. Gehst du pumpen? Was? Gehst du pumpen? Ja, aber unregelmäßig gerade. Ich hab schon gedacht. Ich hab einen 905-Schlag rausgehauen. Ja? Fahr nicht raus. Doch. Fahr. Hallo. Oh. Nein. Lass die doch da. Oh nein. Da klemmt wieder an die Hand. Was bringt's eigentlich, dass wir diese scheiß Luftballons jetzt dabei haben? Okay, jetzt das war Übung. Das ist die beste. Es ist überkalt jetzt gleich, wenn es auf den Luftballon. Ich halte, warte, ich hebe. Ja, ne, du musst blocken, wie du holst. Er hat eine Luftfahrt gemacht. Ja, aber es ist im Meer. Soll ich einfach so ziehen, oder? Alter, der explodiert. So verlangt wieder erobert. Hey, Eng, musst du wieder da. Hallo, Hockma! Boah, ist jetzt so dumm. Ja, jetzt musst du aber holen. Ich bin der den Mitte. Holen, nicht ich. Ich bin der Mitte. Ja, irgendjemand muss den jetzt holen. Wo ist der? Der darf nicht auf dem Parkplatz. Platz. Darf aber nicht auf dem Parkplatz. Ich hab keinen Platz, Mann. Ja, komm, Armin, hol den jetzt. Ich bin in der Mitte. Hol den, Armin. Ich holen. Armin, ja. Ich bin in der Mitte. Armin, kletter aus. Armin, du hast noch weggemacht. Buddy, komm. Ich bin in der Mitte. Ja. Schnell! Alter. Jetzt soll ich da rausklettern. Oh, ich kenn euch nicht, Alter. Scheiße.
das ist unangenehm. Warum nimmst du mich jetzt die ganze Zeit? Weil du auch der Schuldige bist. Ah. Gib mal deinen Luftballon. Ich will dich gerade schützen. Gib mal deinen Luftballon. Lass den Luftballon. Nein! Tu ihn doch nicht raus! Nein! Nein! Oh! Oh! Hilfe! Nein! Lass dich mit der Brücke drin! Jetzt lass dich einfach drinnen, Mann! Ihr seid so bescheuert! Tu dir mal ganz rein! Die Kinder! Nein! 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 Ja, mach ihn doch jetzt mal! Mach doch mal auf und hol rein! Wie geht das denn auf? Jetzt lass mir einfach nicht drin! Nein! 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 Jetzt mach zu, wir fahren! Hier kann man auch raus, wir fahren jetzt aber! Ich schneide mich mal an jetzt. Oh, kann man da vorne überhaupt wenden? Ich fahre da nach vorne jetzt. Dann fahren wir doch durch McDonalds. Einmal außen rum und hupen. Fahren wir Drive-In, Alter. Wir machen einmal Drive-In und hupen. Ja, wo geht's? Nein, mach es nicht. Drive-In. Fahr hier durch. Was machst du denn? Oh mein Gott. Wow. Ich kenn mich ja, wenn ihr so einen Scheiß macht mit den Ballons. Wollen wir noch Pfand suchen? Ja, das Pfand, Alter, das Pfand. Lass Pfand suchen! Übergut! Wo gibt's hier Pfand? Da liegt was. Das ist ein Dönerbox. Hey, hier ist bestimmt irgendwo Pfand. Dönerbox. Pfand suchen. Dönerbox. Verkauft auf Amazon. Link in der Beschreibung. Ihr haltet aber auch die Augen offen nach Pfand, gell? Ja, ja. Klar. Wow. Cola-Laster. Ich hab gedacht, da wäre was auf der Straße. Cooler Laster. Raus, Jungs, Kommando raus. Da ist auch so eine Mühle einmal. Aussteigen alle. Nimm die Luftballon mit. Aussteigen. Alle raus. Aussteigen. Manu, wie machst du das immer mit? Wie kriegen wir den auf? Den Laster. Ja, hier ist arm, ey. Aber irgendwo muss doch hier auch Pfand sein. Boah, das ist auch was wert, oder? Das ist so Müll, das ist nicht was wert. Das ist auch was wert, das ist Müll. So Metall, das kann man doch irgendwie. Ich bin kein Pfand gerade. Das kann man doch schmelzen und eine Uhr drauf machen, irgendwie so. Da ist kein Pfand. Jetzt mach das mal auf mit deinen Muskeln. Was soll ich die Scheiße aufmachen? Doch, Alter, mach mal. Was ist sonst so gut Junge, gesichert? Ich mach mich hier nicht strafbar. Hä, hey, du gehst doch pumpen. Okay. Was ist sonst so gut? Der Park, ich spreche einen Scheißdreck. Der Ägypter kennt sich gut aus mit Sachen auch. Ah ja? Flüchtlinge sind immer kriminell. Boah, das war's. Wir werden Werte vermitteln, weil sie helfen. Haben Sie das aufgenommen? Ja, klar. Ich hab alles aufgenommen. Ich hab alles aufgenommen. Nein, ich hab der Link ist der Dude hier. Nein. Im Auto. Flüchtlinge sind immer ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Oh mein Gott, das war ah, gut. Da ist ein Pfand drin. Da ist. Oh. Sollen wir gucken? Guck mal, kannst du mal durchwühlen. Wie in Ägypten fühle ich mich gerade. Nee, da ist nichts drin. Ich seh das so. Ich zeig's mal kurz den Seil. Ich hab einen Blick dafür. Mix kennt die Wildhunde auf der Fahrt. Cringe, es ist so cringe jetzt. Beim Bahnhof vielleicht. Das ist schon mehr als cringe, das ist schon eigentlich nicht mehr ertragbar. Das kommt in die Cringe Compilation einfach hier. Komm. Ah! Alles aufgenommen. Alter, der Flüchtling machst du wieder einen Anschlag. Wie ein Terrorist, Alter. Immer diese illegalen Flüchtlinge, Alter. Was für illegal? Ich hab deutschen Pass. Du hast den gekauft. Megatüte. Zeig mal den Seifen zu. Amir, scan. Ja, warte kurz. Amir? Man sieht. Fenster runter. Man sieht, dass man nichts sieht. Ey, ich weiß, wo wir sind. Nee, ich glaube, das ist nichts. Ich sehe keinen Pfand. Rechts ist ein Müllfall. Die Pfandpiraten. Warte, da ist so eine Unterführung. Da, bestimmt, da schmeißen doch die Leute immer aus hin. Ja, geh doch gucken. Lol. So, was machen wir? Nein. Das funktioniert immer wieder. Ich hab ja, Herzattacke das war gehabt. Gerade so Trick. Keine Tipps. Ja, Amir. Ja, tu so als Bettler mit ganz schwer Deutsch, ein bisschen Arabisch noch zwischendrin. Nein, das stimmt. Und mit der GoPro. Entweder sie geben mir Pfand oder sie kriegen mich als Flüchtling. Nur, dass ich das erwähnt habe. Hey! Alter, das ist peinlich. Alter, das ist peinlich. Das ist ja schlimm. Ja? Mach mal
Achso, ja. Schieberfrisch. Ja. Sind alle, sind ja, aber hier auch. Schön ist auch nur deins auch mal zu. Ja, da sind die Flaschen schon kaputt. Nee. Doch, die da drin sind. Die werden da zerquetscht. Oder? Nee. Ja. Nicht? Wo werden sie zerquetscht? In Ägypten. Nee. In Ägypten macht man das so. Ja, in Ägypten wurden die immer. Pfand weggeworfen. In Ägypten gibt's gar keinen Pfand. In Ägypten? Doch, klar gab's da Pfand. Politische Unruhen, oder, Amir? Ja, schau, aber da gab's trotzdem Pfand. Ja, wenn politische Unruhen sind, kennt's gar keinen Pfand. Ich lasse mich da falsche Annahme. Ich war Jahre lang in Ägypten. Das war die Tag und Nacht, also ja, entweder Tag oder Nacht. Richtig, also ich war jahrelang in Ägypten. Ich war jahrelang in Ägypten. Wenn mein Aufenthalt, dann kann ich sagen, es gibt eindeutig keinen Pfand. Okay. Das ist nur den, ja, den Reichen. Dafür gab es dann politische Unruhen. Das ist nur ein Prädikat. Das ist ein. Die Reichen sind prädestiniert, weil sie Pfand haben. Die armen Flüchtlinge haben keinen Pfand. Die armen Flüchtlinge haben leider keinen Pfand.